بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine sehr geehrten Geschwister, wir wollen heute inshallah ta'ala mit einer alten Reihe, wieder neu anfangen inshallah ta'ala. Eine Reihe, die wir eigentlich so gut wie abgeschlossen haben, zumindest einen Teil davon. Und jetzt wollen wir inshallah ta'ala darauf aufbauen und dort weitermachen, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar einige, die jetzt schon länger dabei sind, wissen, dass wir eine Zeit lang Tafsir gemacht haben. Tafsir der Sura aus Juz' Amma. Und wir haben auch teilweise ein, zwei andere Suren noch behandelt. Ich glaube, Sura As-Saff, Sura Al-Hujurat hatten wir behandelt gehabt. Und jetzt wollen wir inshallah ta'ala diese schöne Reihe, diese wichtige Reihe fortsetzen. Und wie wir bereits gesagt hatten, werden wir versuchen, inshallah ta'ala keinen zu ausführlichen Tafsir zu machen, sondern eher einen guten Überblick zu verschaffen, wo wir teilweise auch ein wenig ins Detail gehen, aber nicht zu tief ins Detail gehen, aber um diesen Überblick dann auch wirklich erhalten zu können, damit wir auch fertig werden. Das heißt, inshallah ta'ala, wir werden jetzt bis in den kommenden Wochen und Monaten uns in erster Linie mit dem Koran beschäftigen. Und es gibt nichts Besseres als die Beschäftigung. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat in so vielen Überlieferungen über die Stellung des Korans gesprochen. Ich möchte nur noch einmal kurz einige dieser Überlieferungen hervorheben, damit es auch einmal klar wird, wie wichtig das Ganze ist, was wir hier machen. Und was für ein Segen darin liegt, in dem, was wir tun. Zunächst erst einmal dieser schöne Hadith, den alle von euch kennen, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: Man stammt قوم في بيتي من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة. Keine Gruppe von Menschen versammelt sich in einem Haus von den Häusern Allahs, rezitieren dort das Buch Allahs, studieren es miteinander, genau das, was wir jetzt machen, alhamdulillah rabbil alamin, außer dass die innere Ruhe auf sie herabkommt. وغشيتهم الرحمة, die Barmherzigkeit sind, umhüllt, umgibt. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ, die Engel um sie herumkommen. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ, und Allah sie bei denjenigen erwähnt, die bei ihm sind. Diese Sitzungen sind unglaublich gesegnet. Es sind Sitzungen des Dhikr und Sitzungen des Wissens, nach denen die Engel regelrecht suchen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارًا. Allah Ta'ala, er hat Engel, die nur eine Aufgabe haben, und zwar umherzureisen. Um nach was zu suchen? Um nach solchen Sitzungen zu suchen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, wer der beste Mensch überhaupt ist. Er sagte: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ. Der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir verstehen, dass die Beschäftigung mit dem Koran, das Lernen des Koran, sich nicht nur auf seine Rezitation beschränkt und darauf, dass ich den Koran auswendig lerne, sondern das Lernen des Koran und das Lehren des Koran umfasst jede Beschäftigung mit dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Ob es die Tilawa ist, das Rezitieren, ob es der Hifz ist, das Auswendiglernen, ob es der Tadabbur ist, das Nachsinnen und Nachdenken, ob es der Tafsir ist, dass ich die Bedeutung des Korans verstehe, und natürlich, ob es das Umsetzen der Worte Allahs ist, wo ich genau das umsetze, was Allah subhanahu wa ta'ala von mir verlangt. Alles Formen der Beschäftigung mit dem Koran, wo ich etwas über den Koran, über die Worte Allah subhanahu wa ta'ala erlebe. Und deswegen, alhamdulillah rabbil alamin, wenn wir uns mit dem Koran beschäftigen, beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit dem
der besten Wissenschaft überhaupt. Weil im Koran ist alles andere vorhanden. Jede Wissenschaft ist im Koran vorhanden. Jede Wissenschaft. Aqida findest du im Koran. Fiqh findest du im Koran. Tasawwuf, das heißt Ilm al-Suluk, wie ich mich entwickeln muss, in das gehe, findest du im Koran. Alle Wissenschaften, mit denen man sich beschäftigt, wenn man sich mit der Religion auseinandersetzt, findet man im Koran. Und durch die Lektüre des Korans und die Beschäftigung mit der Bedeutung des Korans musst du dich mit all diesen Wissenschaften beschäftigen. Und deswegen sagen ja auch die Gelehrten, dass die Krönung aller Wissenschaften der Tafsir ist. Also ein Gelehrter, der Tafsir betreibt, muss in allen anderen Wissenschaften zunächst als einer wirklich sehr gut ausgebildet sein. Das, was wir machen, ist ja nicht wirklich Tafsir, so wie es die Gelehrten betrieben haben. Dass wir uns jetzt hier selbst sozusagen versuchen, irgendwie die Bedeutungen hervor. Wir lernen von den Gelehrten. Ja, und versuchen uns Gedanken zu machen, dass wir ein bisschen das verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala auf uns angesammelt hat. Aber Tafsir ist eine Wissenschaft. Eine Wissenschaft, für die du viele Voraussetzungen benötigst. Du brauchst die sogenannten Ulum al-Ala, die Werkzeugwissenschaften, zu denen Ilm al-Lugha gehört, Sprachwissenschaft, alles was dazugehört. Die arabische Sprache muss sich beherrschen. Also jemand, der Tafsir machen möchte und nicht Arabisch kann, der kann das gleich vergessen, weil er immer angewiesen ist auf eine Interpretation und eine Übersetzung, die eine Interpretation ist. Du brauchst Ilm al-Balagha, die Rhetorik, du musst verstehen, ja, wie der Koran bestimmte Dinge zum Ausdruck bringt. Und der eigentliche I'jaz des Koran, das heißt der eigentliche Wundercharakter des Korans, der ursprüngliche, der erste, der für die Menschen zum Vorschein kam, lag ja genau in seiner Rhetorik. Dass er unnachahmbar ist, sprachlich gesehen. Sodass die Araber zur damaligen Zeit nicht auf den Koran antworten konnten und wussten, egal was sie tun, sie werden niemals so etwas schreiben können, so etwas verfassen können wie den Koran. Und das haben sie auch eingestanden, da sind sie sich auch einig gewesen, darüber bestand ein Konsens. Und deswegen hat es auch niemand versucht, und selbst die einzelnen Versuche, die es gab, waren lächerlich gewesen. Wie Musaylimah al-Kadhdhab als Beispiel, der dann irgendwie über Gurken sprach und andere Dinge, was einfach nur lächerlich gewesen ist. Also darüber besteht ein Konsens, dass der Koran unnachahmbar ist. Und deswegen muss ich mich mit der Rhetorik der arabischen Sprache sehr gut auskennen, damit ich überhaupt über den Koran schreiben kann. Und ich muss die unterschiedlichen anderen Wissenschaften ebenfalls kennen. Ich muss mich mit den Ulum al-Koran auskennen, den Koranwissenschaften, alles was dazugehört. Ich muss mich mit der Hadith-Wissenschaft auskennen. Ja, mit allen anderen Wissenschaften, damit ich überhaupt zunächst erst einmal den Koran verstehen kann und dann auslegen kann. Also wir beschäftigen uns hier mit der Krönungsdisziplin. Oder der Königsdisziplin. Der Königsdisziplin. Ja? Ich habe Krönung, ja, aus Krönung, so viel Kaffee getrunken. Ja? Mit der Königsdisziplin beschäftigen wir uns. Ja? Das ist die Königsdisziplin, die Tafsir. Und deswegen, es ist so schön, wenn wir Tafsir machen, dann werden wir merken, auch inshallah, das haben wir auch immer wieder gemerkt, ja, gut, vielleicht in den mekkanischen Suren nicht so stark, aber wenn wir dann später zu den medinensischen Suren kommen, werden wir merken, subhanallah, ja, wir beschäftigen uns mit was? Wir beschäftigen uns wirklich mit allen anderen Wissenschaften auch. Ohne jetzt konkret ins Detail gehen zu können, aber wir beschäftigen uns mit all diesen Wissenschaften. Also lernen wir im Grunde genommen unsere Religion, so wie es die Sahabe ebenfalls getan haben. Wie haben die Sahabe ihre Religion gelernt? Zunächst erst einmal durch den Koran. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat von ihnen verlangt, sich in erster Linie mit dem Koran zu beschäftigen. Und er hat für sie, sallallahu alaihi wa sallam, den Koran interpretiert. Und er selbst, sallallahu alaihi wa sallam, wenn er eine Frage bekommen hat, auf die er keine Antwort hatte, was hat er gemacht? Er hat gewartet, bis die Offenbarung kam, damit er ihnen eine Antwort geben kann. Und deswegen haben wir eben immer wieder im Koran was? Yas'aluna, sie befragen mich und dann kommt die Antwort. Qul, sprich, sag zu ihnen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf den Koran gewartet hat, um dann den Sahaben zu zeigen, was
das Gebot Allahs auf, in Bezug auf eine bestimmte Sache ist. Also, wir beschäftigen uns hier mit der Königsdisziplin. Und wir wollen inshallah ta'ala jetzt, nachdem wir uns mit Surat Amr und Juz Amr komplett alhamdulillah beschäftigt haben, jetzt mit Juz Tabarak beschäftigen wir uns. Und wir werden dann inshallah, wenn Allah uns Leben gibt, inshallah ta'ala, und wir die Möglichkeit haben, auch dann versuchen, mit den weiteren Ijazat uns zu beschäftigen, sodass wir inshallah ta'ala im Laufe der Wochen und Monate einen sehr, sehr guten Einblick bekommen über die Sunnah des Koran. Und wer weiß, es vielleicht irgendwann einmal noch ausreichen wird. Vielleicht schaffen wir sogar, uns mit dem gesamten Koran einmal beschäftigt zu haben, aber beginnen wir erst mit einem Juz. Und wenn wir Juz Tabarak, inshallah ta'ala, dann komplett abgehandelt haben, alhamdulillah. Und ich werde versuchen, auch wie gesagt, eine Sunnah immer, weil es eher schon etwas längere Sunnah, ja, in ein oder zwei Sitzungen zu behandeln. In ein oder zwei Sitzungen zu behandeln. So gut es geht, inshallah. Ich werde mal schauen, ob ich das schaffe. Aber das ist mein Ziel, dass wir eine Sura dieser Sura von Juz Tabarak in einer oder in zwei Sitzungen behandeln, damit sich das nicht zu sehr in die Länge zieht, wie es da erst so ist. Wir wollen heute beginnen, inshallah, auch schon mit der ersten Hälfte der eigentlich letzten Surah dieses Schluss. Wir fangen also von hinten an, inshallah ta'ala, und zwar mit Surah al-Mursalat. Mit Surah al-Mursalat. Surah al-Mursalat ist die Surah Nummer 77 des Koran und ist nach Auffassung der meisten Gelehrten eine rein mechanische Surah. Da wir jetzt lange nicht mehr darüber gesprochen haben, werde ich auch nur kurz erklären, was eine mechanische Surah ist. Die Gelehrten, sie haben die Ayat und die Surah des Koran in zwei Kategorien unterteilt. Einmal in mekkanische Ayat, Versen und Surah und in medinensische Surah. Die meisten Gelehrten haben gesagt, der Unterschied zwischen einer mekkanischen und medinensischen Surah ist, dass die mekkanischen Surah in der Zeit vor der Hijra herabgesandt wurden und die medinensischen Surah in der Zeit nach der Hijra. Ganz einfach, eine ganz einfache zeitliche Unterteilung. Es gibt noch andere Herangehensweisen. Es gibt manche Gelehrte, die gesagt haben, nein, wir müssen die Sura des Koran, die Ayat des Korans unterteilen nach dem sozusagen Ort, wo die jeweilige Sura herankommt. Dann haben wir das Problem, es gibt Suren, ja, die gar nicht weder in Mekka noch in Medina herankommen sind. Ja, und Ayat, ja, die an ganz anderen Orten herankommen sind. Oder auch Ayat, welche in der medinensischen Phase waren, die aber in Mekka herankommen wurden. Ja, habt ihr ein Beispiel dafür? Eine Ayat, ja, welche in Mekka herangesandt wurden, obwohl es eine medinensische Ayat ist. Oder eine Sura, vielleicht kennt ihr da etwas. Es gibt viele Beispiele. Denkt mal an die Abschiedspilgerfahrt, die Eroberung von Mekka. Das sind so einige Ayat herangekommen. Surat al-Fath, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie ist wirklich auch in Hudaybiyah haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, nicht, dass ich jetzt was her, aber deswegen müsste ich da selbst nochmal nachgucken. Ja, idha ja'a nasrullahi wal fath. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich sicher, dass das in Mekka herabgesandt wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in Mekka herabgesandt wurde. Weil es war ja sozusagen der Zeitpunkt, wo der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam eigentlich im Grunde genommen Abu Bakr klar gewesen ist, ist vorbei. Ja? Aber ich weiß es nicht, ich habe es nicht im Kopf. Aber wenn du es weißt, ja, dann könnte das ein Beispiel sein. Ja? Aber das, was ich, also ich habe zwei andere Beispiele. Genau, richtig. Beispielsweise ist Teile von Surah al-Ma'id. Gerade diese Ayah. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ja, das ist woher gekommen. Ja, das ist in Mekka gekommen, und zwar in Arafat, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus Arafat stand. Eine andere Ayah, ja, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah ta'ala gebietet euch, die Amanat ihren Angehörigen zurückzugeben. Wo ist diese Ayah herabgekommen? In der Kaaba, nach der Eroberung von Mekka, als Ali ibn Abi Talib vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangte, dass er ihm ebenfalls die Schlüssel, dass er den Banu Hashim
den Clan unseres Propheten, die Schlüssel der Gera übergeben sollen, so dass sie ebenfalls verantwortlich sind für die sogenannte Salana Debate. Salana Debate ist was? Also, dass man den Schlüssel von der Gera zieht und die Gera öffnet. Die Aufgaben in Mekka waren unterteilt gewesen auf die größten Stämme. Und die Benu Hashim hatten die Aufgabe der Siqaya, die Pilger zu treten. Und das war sozusagen auf unterschiedliche Stämme aufgeteilt. Und auf jeden Fall wollte der Prophet so Rates tun, hat Allah Ta'ala, während er in der Kaaba ist, was gemacht? Diese Ayah gesandt. Und hat dann Uthman ibn Mas'ud, den Vertreter seines Stammes, gerufen und hat gesagt, Khudhuha Taridatan, Kharidatan, Taridatan, la yatzi'uha minkum illa zalim. Nehmt den Schlüssel für immer und ewig. Nur ein Ungerechter, der Unrecht tut, nimmt euch diesen Schlüssel. Und so in heutigen Zeit ist der Schlüssel bei dieser Familie. Da sehen wir, er hat diese Unterteilung zwischen mekkanisch und medinensisch zeitlich gesehen macht schon sehr, sehr viel Sinn. Und deswegen, die meisten Gelehrten sind der Ansicht, mekkanisch ist was? Alles, was vor der Hijra offenbart wurde, selbst wenn es nicht in Mekka sein sollte. Und medinensisch alles komplett, was nach der Hijra offenbart wurde, selbst wenn er es nicht in Medina herangekommen sein sollte. Ganz, ganz wichtig, das wir das nochmal verstehen. Und natürlich, ganz wichtig auch, es gibt jeweilige Merkmale für die mekkanischen und medinensischen Zonen. Kann mir jemand von euch, inshallah, einfach mal, lass uns mal 3, 4 Hauptunterschiede, sprachliche, inhaltliche, theologische, Unterschiede zwischen den mekkanischen und den medinensischen Zonen nennen? Lass uns mal gemeinsam machen, inshallah. Welche Unterschiede kennt ihr? Damit wir das nochmal auch wiederholen, wie es in der Herz zu euch. Ja. Die mekkanischen Zuhörer haben meistens Glaubensprogramm handelt und die medinensischen Zuhörer haben. Genau, ganz wichtig. Ein ganz wichtiger Punkt ist, inhaltlich gesehen, mekkanische Zuhörer behandeln eher Glaubensaspekte. Glaubensgrundlagen, Fundamente. Warum? Weil in Mekka der Glaube noch neu ist, es noch nicht wirklich eine muslimische Gesellschaft gibt, in dem Sinne, es gibt nur eine kleine Gruppe. Und deswegen hat der Koran sich auf was konzentriert? Auf diese Glaubensgrundlage. Und in Medina geht es dann schon um Regelungen. Ach klar, warum? Weil jetzt eine Gesellschaft vorhanden ist, die braucht Regelungen. Und deswegen kommt der Koran mit Ahkam. Nur ganz wichtig, das sind Dinge, die wir auch für uns benötigen. In unserer heutigen Zeit. Dieses Verstehen, welche Prioritäten ich an welchem Ort setzen muss. Hier in Deutschland, wo wir eine eher Minderheit sind, brauchen wir mehr für uns Muslime die mekkanischen Koran. Das ist ganz, ganz wichtig. In der Da'wah müssen wir uns auf diese Fundamente konzentrieren in der Da'wah. Bei der Erziehung unserer Kinder geht es genau um diese Dinge. Wieso? Weil wir damit zu kämpfen haben, überhaupt unsere Nachkommenschaft muslimisch zu halten und den Islam zu bewahren für unsere Kinder. Das ist die Grundlage. Diese ganzen Ahkam, die man in einer muslimischen Gesellschaft benötigt, die brauche ich, die sind teilweise für mich völlig irrelevant. Sondern was ich brauche, ist erst einmal eine feste Aqida, dass ich verstehe, warum bin ich überhaupt Muslim. Das sind die Dinge, die ich im Vordergrund stelle. Und daran erkennen wir auch, dass viele Prediger darin einen gewaltigen Fehler machen. Sie beschäftigen sich mit sehr vielen Einzelfragen und Ahkam und vergessen aber, dass es viel wichtiger ist, sich zunächst erst einmal darauf zu konzentrieren. Und das führt dann wozu? Das führt dann dazu, dass wir teilweise Muslime haben, die zwar praktizieren, aber mehr äußerlich praktizieren und nicht wirklich verstanden haben, warum sie das machen. Und das haben wir bei sehr, sehr vielen gesehen. Die haben ihre Religion überhaupt nicht verstanden, aber sie geben sich als praktizierende Muslime aus. Praktizieren den Islam vielleicht äußerlich, aber haben überhaupt nicht verstanden, was der Islam bedeutet. Und dann hat man solche Auswüchse wie IS etc. Solche komischen Dinge, wo ich kann, wie kommt so etwas? Wie kann jemand so etwas tun? Das liegt daran, dass er den Islam, wie gesagt, nicht verstanden hat und sich nur auf diese äußerlichen Aspekte konzentriert hat, ohne wirklich ein Fundament zu haben. Eine sehr, sehr gefährliche Sache. Gut, noch ein weiteres. Also wir haben inhaltlich einen Unterschied. Inhaltlich. Was gibt es noch für Unterschiede? Stilistisch, nimmt immer einen stilistischen Unterschied.
Ich habe ein anderes. Schüssel, du auch gerne was sagen. Ja, bitte. Ja, in der Regel ist ein stilistisches sozusagen Mittel. In der Regel sind die mekanischen Zungen kürzer und auch die Ayat sind kürzer. Ja, weil es hier auch wogen, während die medinensischen Zungen ja, eher länger sind, ja, und auch die Ayat häufig sehr lang sind. Beispielsweise die längste Ayat ist eigentlich der Schuldenvers. Warum? Hier geht es um Ahkam. Ich muss wissen, sozusagen, wie ich mir Geld leihe, wie ich wieder das Geld zurückzahle, etc. Brauche ich Zeugen, brauche ich keine Zeugen? Das kann ich nicht in ein, zwei Wörtern. So, außer hierfür brauche ich was? Eine längere Erklärung. Und in Mekka geht es darum, die Menschen auf den Glauben aufmerksam zu machen. Da brauche ich stichhaltige Argumente. Kurz und knapp. Stilistisch. Dass die Leute auch wirklich zuhören. Du weißt es, wenn du mit jemandem Dauer machen möchtest. Heutzutage, lass mal Dauer beiseite. YouTube-Videos, Werbung. Wie funktioniert Werbung auf YouTube oder auf Instagram oder auf Facebook? Worauf achtet man? Und worauf achten auch YouTuber heutzutage? Sie achten darauf, dass sie in den ersten 2-3 Sekunden es schaffen, den Zuhörer zu packen. Weil was macht er, wenn er das nicht schafft? Er wird sofort wegklicken. Sofort auf der Stelle, das macht jeder von uns. Keine Aufmerksamkeit schenke ich dem, weil es so viel Werbung gibt, es gibt so viele Einflüsse, warum sollte ich ihm zuhören? Aus welchem Grund? Ich weiß noch, er will irgendwas verkaufen. Warum sollte ich ihm zuhören? Ein Influencer genau dasselbe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau dieses stilistische Mittel verwendet der mekkanische Koran. Es geht darum, die Leute zu erreichen, die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu lenken. Weil die Menschen uns nicht bereit sind zuzuhören. Das war auch damals nicht anders gewesen, genauso wie heute. Die Menschen sind nicht bereit zuzuhören. Das ist kurz und knapp. Wir haben ja auch gleich sehen, der Olmosa hat ja zwei Wörter. Kurz und knapp. Er fragt sich auch, was ist jetzt los? Ja? Aber wenn jetzt kommt, ja, Johann Ladina, Amanu, Ida, Tadayan, Tumi, Tedi, Ida, Ajay, Bissan, Faktuku, Ola, Klub, Ida, Kukati, Ola, Allahu Akbar, ja, bis er fertig ist, da sind schon alle weg. Keiner hört zu. Aber wenn du eine Gemeinschaft hast, die lernen möchte, dann bleibst du zu. Deswegen ist alles genauso heute auch. Ja? Wenn du erstmal einen Interessenten hast, Leute, die sich für deinen Inhalt, deinen Input interessieren, dann hören sie sich auch längere Videos an. Da sind sie auch bereit, sich 2 Stunden hinzusetzen und sich ein Video anzuhören. Sogar 3 Stunden, weil sie es einfach interessant finden. Sie kennen dich schon. Sie sind schon deine Follower. Und sie werden alles, was du ihnen erzählst, werden sie bis zum Ende hören. Aber jemand, den du erstmal erreichen möchtest, den musst du kurz und knapp erreichen. Eine kurze Botschaft. Also, wir haben jetzt einen inhaltlichen Unterschied zwischen mekkanisch und medinensisch. Und wir haben ein jetzt stilistisches Mittel. Reicht aus, ein Mittel. Nehmen wir mal noch, habt ihr noch einen Unterschied? Und natürlich, also der zeitliche Unterschied, das in Mekka und das in Medina. Kennt ihr noch ein Mittel? Bei den medinensischen Zuhörern wird die gleichen Metaphern. Ja. Ja. Ja, okay. Auch ein stilistisches Mittel, es werden viele Gleiches verwendet, etc., damit die Leute auch nachdenken können, während in den mekkanischen Zonen ist eher so ein klarer auch. Wenn ich glaube, dass es auch in mekkanischen Zonen durchaus auch, muss ich jetzt mal überlegen, ob ich da jetzt Beispiele finde, durchaus auch einige Fälle gibt, was auch durchaus einige Gleiches gibt. Ja. Genau, das ist nochmal inhaltlich sozusagen, inhaltliche Sachen. Ja. In Medina Geduld ertragen und in Mekka meine ich und in Medina darf ich mich wehren, kann sozusagen auch jetzt selbst Waffe in die Hand nehmen und mich wehren gegen das Unrecht. Absolut richtig. Gut, das waren einige Unterschiede gewesen. Kommen wir jetzt in Schau, gehen wir jetzt weiter und zwar zu der nächsten Frage, wie heißt dieses Buch überhaupt? Und, hier ist es wichtig zu wissen, dass nicht alle Suren vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam einen konkreten Namen bekommen, sondern wie war es damals üblich gewesen unter den Muslimen? Unter den Muslimen war es üblich gewesen, dass man einfach die Sure bei ihrem ersten Vers benennt. Ja, deswegen sagen wir auch Juz'an, das ist der erste
Wort, das erste Wort ist in Surat al-Naba. Juz Tabarak. Ja, das erste Wort in Surat al-Mulk. Ja, deswegen nennen wir das so. Und das war damals durchaus üblich gewesen. Und ebenfalls Surat al-Mursala hat im Grunde genommen keinen anderen Namen als al-Mursala. Es gibt manche Suren, die haben mehrere Namen. Kennt ihr Beispiele von Suren, die mehrere Namen tragen? Und die unter mehreren Namen bekannt sind? Genau. Surat al-Tawbah, Surat al-Bara als Beispiel. Ja? Noch ein weiteres Beispiel. Sami? Surat al-Fatih heißt Surat Muhammad. Nein, das ist nicht. Nein. Surat al-Fatih heißt nicht Surat Muhammad. Gucken wir mal nach. Ich wollte mir erst mal dazu überlegen, was meinst du? Ja, bitte schön. Ja, Surat Rafa hat auch den Namen, weiß jemand? Mu'min, richtig, war bei Rafi. Surat al-Mu'min, genau. Surat al-Insan, glaube ich auch, Surat al-Shikar. Nein, Shikar ist eine eigenständige Surat. Ja, gut, lass, okay. Insan al-Dahab. Was? Surat al-Insan, Surat al-Dahab. Ja, das kann sein, genau. Surat al-Dahab, Surat. Genau, ja. Surat al-Qital, Barak Rafiq. Aber nicht Surat al-Fatih. Okay. Surat al-Mursalat hat aber nur einen Namen. Al-Mursalat oder Al-Mursalat Urf. So wurde das auch genannt. Al-Mursalat Urf. Wo wurde Surat al-Mursalat offenbart? Sehr interessant. Und halt, die hatten ein Alleinstellungsmerkmal, Surat al-Mursalat. Und zwar wird überliefert von Bukhari Muslim, von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بإناء während wir mit dem Gesandten Allahs in einer Höhle in Mina waren, also in Mekka. إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه لا يتلوها وإني لا أتلقاها من فيه. Während er in dieser Höhle in Mina war, also bei Mekka, kam auf ihn diese Sura herab und Mursalat. Und er hat sie dann rezitiert. Und ich habe sie aus seinem Mund gehört und genommen. Ich habe sie gehört, während sein Mund noch befeuchtet ist mit dieser Sura. Es ist gerade erst offenbart worden. Und er rezitiert sie vor. Und Abdullah ibn Mas'ud, er hört die Sura aus dem Mund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sagt Abdullah ibn Mas'ud, wa idh wathabat alayna hayya. Während das passiert, ja, kam auf einen, plötzlich eine Schlange auf uns zu und wollte uns angreifen. Der Professor sagte, tötet sie. Und wir wollten auf sie los. Ja, und sie ist dann geflohen. Gerade in der Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Uqiyat shabrukum kama, also, nein. Uqiyatum shabrukum, nein, genau. Uqiyat shabrukum kama uqiyatum shabraha. Ihr, sozusagen, sie ist geschützt vor eurem Bösen, genauso wie ihr geschützt seid vor ihrem Bösen. Also Surat al-Mursalat hat ein Alleinstellungsmerkmal. Und zwar, diese Sura ist in einer Höhle unserer Propheten sallallahu alaihi wa sallam, er offenbart worden, wahrscheinlich komplett als sozusagen eine Sura. Es gibt natürlich noch eine andere Sura, die teilweise in der Höhle offenbart wurde, nämlich die erste Sura überhaupt, die offenbart wurde, die erste fünf Verse von Surat Iqra, ja, während der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Ra Hira gewesen ist. Surat al-Mursalat ist eine Sura, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch öfters im Gebet rezitiert hat. Es wird überliefert von Imam Ahmad von Abdullah ibn Abbas, von seiner Mutter, أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات العرفاء. Sie hat sozusagen, die Mutter von Abdullah ibn Abbas, hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört, wie er im Maghrib-Gebet al-Mursalat العرفاء rezitiert hat. Und es wird überliefert, auch bei Bukhari Muslim von Abdullah ibn Abbas, أن أم الفضل سمعته يقرأ والمرسلات عرفا. Das ist Umm al-Fadl, ja, von Abdullah ibn Abbas hörte, wie er والمرسلات عرفا rezitierte. Und sie sagte daraufhin, قالت يا بني أذكرتني بقراءتك هذه السورة. Du hast mich durch deine Rezitation dieser Sura an etwas erinnert. إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. Das ist das Letzte, was ich von Propheten sallallahu alaihi wa sallam im Maghrib-Gebet gehört habe.
Allahu Akbar, dann hat sie angefangen zu weinen. Radiallahu anha, wa Allah. Also wir sehen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam der Muslim immer wieder rezitiert hat. Immer wieder auch im Gebet rezitiert hat. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Surat al-Mursala und Surat al-Naba auch teilweise gemeinsam in einer Rak'ah zusammen rezitiert hat. Und da erkennen wir auch, wie das Gebet unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen war. Also er hat in einer Rak'ah durchaus manchmal mehr als eine vollständige Seite gelesen aus unserem heutigen Mus'haf. Kommen wir jetzt, beginnt der Herr Azzawajal, zu einem allgemeinen Überblick über diese Sura. Worum geht es in dieser Sura? Diese Sura hat zunächst einmal ein Hauptthema. Es geht in dieser Sura um eine Warnung. Und deswegen wird in dieser Sura auch gleich mehrmals was wiederholt. Eine einzige Ayah. Und zwar, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Wehe an jenem Tag den Leuten. In dieser Sura gibt es also was? Um eine Warnung. Es geht darum, die Muschrikun darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Handeln und ihr Verleugnen der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala Konsequenzen haben wird für sie. Sowohl Konsequenzen in dieser Dunya, als auch Konsequenzen am jüngsten Tag. Und auf beides geht diese Sura ein. Sie geht auf die Konsequenzen in der Dunya ein, indem sie nämlich darüber spricht, wie wir nachher noch sehen werden, inshallah, dass vorherige Völker, welche verleugnet haben, vernichtet wurden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann, das werden wir nächste Woche behandeln, inshallah, im zweiten Teil dieser Sura, geht sie auf jene Konsequenzen ein, welche sie am jüngsten Tag tragen werden. Nämlich im Höllenfeuer. Allah ta'ala beginnt diesen Abschnitt in einer sehr, sehr direkten Art und Weise. Und zwar, irtaliqu ila ma kuntum bihi tukathibun. Geht zu dem, macht euch zu dem auf, was ihr verleugnet habt. So beginnt der zweite Teil der Konsequenzen, welche sie tragen müssen. Am Ende der Sura zeigt Allah ta'ala aber auch auf, dass es Menschen geben wird, welche belohnt werden am höchsten Tag, um dann noch einmal ganz am Ende auf jene einzugehen, welche verleugnen, und eine rhetorische Frage am Schluss zu stellen, nämlich, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. An welche Worte wollen Sie nach all dem dann noch glauben? Wenn Sie nicht an den Koran glauben, woran wollen Sie dann glauben? Und diese Sura beginnt wie viele mekkanische Suren mit einem Schwur. Es handelt sich wahrscheinlich hier um einen Schwur, manche sagen, es handelt sich um zwei Schwur. Und jetzt beginnen wir inshallah ta'ala mit dem ersten Teil der Sura. Allah ta'ala, er beginnt mit den Worten وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لِلْوَاقِعِ. Das ist ein Abschnitt. Ein kompletter Abschnitt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala mit einem Schwur beginnt. Oder mit zwei Schwüren. Aber wahrscheinlich ist es nur ein Schwur, wie wir sehen werden, inshallah ta'ala. Und dann, das erwähnt, worauf er schwört, al-muqsam alayhi. Um dann überzugehen auf den nächsten Abschnitt, in dem es nämlich darum geht, was geschehen wird am nächsten Tag. Fangen wir inshallah ta'ala jetzt mit diesem Schwur an. Allah ta'ala, er sagt, وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا, bei den Entsandten, wie eine Mähne aufeinander folgen. Wie eine Mähne aufeinander folgen. فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا, den einen Sturm entfesselnden. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا, und den alles ausbreitenden. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا, den klartrennenden. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا, den Ermahnung überbringenden. عُذْرًا أَوْ نُذْرًا, zur Pflichterfüllung oder zur Warnung. إِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَوَاقِعٌ, ihr wisst, was euch versprochen wird, wird sicher hereinbrechen. Was heißt das Ganze jetzt? Das bedeutet, dass bei den Entsandten, die wie eine Mähne aufeinander folgen, denen ein Sturm entfesselt wird. Die Mufassirun haben bezüglich dieses Schwures und diesen ersten beiden Ayah zwei Meinungen. Wobei die Mehrheit die eine Meinung vertritt. Nämlich,
dass es sich bei diesem Entsandten um was handelt? Um den Wind. Allah subhanahu wa ta'ala erschwört beim Wind. Bei den Entsandten, den Winden, die wie eine Lehne aufeinander folgen und sie immer wieder aufkommen. Überall auf der Welt gibt es in irgendeiner Weise Wind. Allah ta'ala erschwört bei einem himmlischen Ereignis. Wind kommt ja in irgendeiner Weise, aus unserer Perspektive gesehen zumindest, irgendwie vom Himmel, von der Luft. Den ein Sturm entfesseln. Dementsprechend ist mit Sturm hier was gemeint? Ebenfalls der Wind, der sehr, sehr stark sein kann und einem Menschen Angst machen kann. Allah subhanahu wa ta'ala erschwört zunächst erstmal bei den Winden, die aus allen Himmelsrichtungen kommen und die auch sich zu einem Sturm entwickeln können, sodass dem Mensch Angst gemacht wird. Um dann überzugehen zu dem nächsten Schwur, der entweder ein eigenständiger Schwur ist oder einfach nur eine Aneinanderreihung ist oder eine Folge ist vor auf diesen ersten Schwur, eine Aufzählung, und zwar وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرَى und den alles Ausbreitenden, den klar Trennenden, den Ermahnung Überbringenden zur Pflichterfüllung oder zur Warnung, womit nach den meisten Gelehrten was gemeint ist? Die Engel. Also, die ersten beiden Ereignisse, nach den meisten Gelehrten, ist damit was gemeint? Der Wind oder die Winde. Und dann, ab Vers Nummer 3, geht es um die Engel. Es gibt die Meinung, dass es sich schon ab dem ersten Vers um die Engel handelt. Aber das ist eine Minderheitenmeinung. Gut. Was ist jetzt gemeint mit diesem Vers Nummer 3? Und den alles Ausbreitenden. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَ den klar trennen. Was breiten sie denn aus, die Engel? Die Engel, sie breiten die Botschaft Allahs aus. Sie verbreiten sie unter den Menschen. Sie haben eine Aufgabe, ein Gebot, und ihre Aufgabe ist es dann, dieses Gebot umzusetzen. Und dann zeigt Allah ta'ala auf, was das bewirken soll. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَ den klar trennen. Diese Gebote, welche sie verbreiten, sie führen zu einer Trennung zwischen Wahrheit und Unwahrheit, zwischen dem Lebendigen und dem Toten. Der Todesengel hat eine Aufgabe, er muss Menschen sterben lassen. Und andere Engel haben wiederum die Aufgabe, Menschen das Leben einzuhauen. Also alles, was die Engel tun, führt zu einer Veränderung. Und wenn es um die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala geht, dann führt es dazu, dass es gläubige Menschen gibt und dass es ungläubige Menschen gibt. Und dass die Wahrheit klar und deutlich ist und dass die Unwahrheit ebenfalls klar und deutlich ist. Und dass im Grunde genommen der Mensch, was zu tun hat, der Mensch die Aufgabe hat, dann diese Wahrheit zu befolgen. Und wenn er das nicht tut, dann muss er die Konsequenz tragen. Und deswegen Allah ta'ala später, ja, er spricht dann darüber, es ist im nächsten Abschnitt, dass es zu einem Tag der Entscheidung kommt, ein Tag der Unterscheidung, Yawm al-Fasl. Diejenigen, die die Wahrheit befolgt haben, sie werden getrennt von denjenigen, die die Wahrheit nicht befolgt haben. Klar, deutlich. Allah ta'ala macht es mit schönen Bildern klar. Man kann vieles hineininterpretieren, aber darum geht es doch, die Gedanken zu machen. Was ist damit gemeint? Und das Interessante ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier einmal den Wind und auf der einen Seite nimmt und auf der anderen Seite die Engel. Der Wind, er kann mit Gutem und mit Schlechtem kommen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn er einen Wind aufkommen sah, dann wurde er manchmal bleich und blass, weil er Angst hatte, dann könnte eine Strafe sein. Aber gleichzeitig konnte man sich über den Wind auch freuen, wenn er mit Regen kam. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht im Koran immer wieder über den Wind, dass er mit was kommt, dass er mit Gutem kommt, und dieser Wind kommt mit Regen, der dann wiederum was tut, der die Erde belebt. Und genauso auch ist es mit den Engeln. Die Engel, sie verbreiten die Botschaft Allahs, und die Botschaft Allahs, die belebt die Herzen. Subhanallah. Beides kommt vom Himmel. Ja? Ein schöner Vergleich, den wir hier haben. Ja, dass der Wind mit den Engeln verglichen wird. Die Engel, sie können auch herabkommen mit einer Strafe, genauso auch wie der Wind mit einer Strafe herabkommen kann. Der Wind kann ein Sturm sein, der alles vernichtet.
Wir haben Völker, die durch Stürme vernichtet wurden. Ein Sturm, der alles vernichtet hat. Kennt ihr ein Volk, was Allah da im Koran erzählt von ihm? Allah zum Koran erzählt, was durch einen Wind vernichtet wurde? Es gibt ein Volk, was durch einen Wind vernichtet wurde. Acht. 7 Tage und 8 Nächte. Ja, 7 Tage, umgekehrt, 7 Nächte und 8 Tage. 7 Nächte und 8 Tage. Bis nichts mehr übrig geblieben ist. Und dann, der Wind kann aber auch ein Grund dafür sein, dass die Menschen sich freuen, weil jetzt endlich Regen kommt. Sie haben einen Hunger, eine Trockenzeit gehabt und wissen, jetzt kommt endlich der Regen, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben. Damit, wie gesagt, wieder Erde, Leben aus der Erde sprießen kann. Der Wind in der Türkei mit den ganzen Bränden kann auf der einen Seite, ja, verheerende Folgen haben, dass sich die Brände verbreiten. Er hätte auch theoretisch Wasser mit sich bringen können. Subhanallah. Es gibt entweder Adab im Wind, Strafe, ja, oder eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala für die Menschen. Oder es gibt Rahma im Wind. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wurde dafür, dass er so spendabel gewesen ist, sallallahu alaihi wa sallam, wurde er verglichen mit Wind, mit reichlichen Gaben. Karih al-Mursal. Er kennt den Hadith im Ramadan, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann noch freigebiger war als Wind mit reichen Gaben. Und genauso auch, subhanallah, ja, ist es dann mit der Botschaft Allahs. Für die einen ist die Botschaft Allahs was, für die einen ist es ein Adab, eine Last. Ich muss was befolgen. Und für andere ist es eine Gnade. Für die einen ist es einfach nur etwas, was sie in ihrem Leben einengt, was sie nicht wollen. Und für die anderen ist es eine Befreiung. Und Allah subhanahu wa ta'ala erzählt es auf, فَالْمُلْقِيَا لِذِكْرَا, den Ermahn überbringen. Das ist ihre Aufgabe, ja, was die Engel tun. Sie überbringen diese Ermahn, die Botschaft Allahs, aus 2 Gründen. عُذْرًا أَوْ عُذْرًا. Das heißt, zur Pflichterfüllung oder zur Warnung. Udhr von den I'zar. A'zar, Insan, heißt, ja, dass jetzt Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen die Dinge klar gemacht hat. Und somit jemand, der die Botschaft Allahs, nachdem sie zu ihm gelangt hat, ist nicht befolgt, im Grunde keine Entschuldigung hat. Er wusste Bescheid. Er hat keine Entschuldigung, wenn er die Botschaft ablehnt, wenn er dafür bestraft werden sollte. Und Nudra oder zur Warnung, damit sie gewarnt werden. Gibt es im Koran aber noch vielleicht eine andere Begründung dafür, warum Allah Ta'ala die Botschaft herabgesandt hat und das Buch herabgesandt hat, was aber hier nicht erwähnt wird? Warum wird das Buch noch herabgesandt? Wir finden das im Koran immer wieder an verschiedenen Stellen. Surat Al-Kahf beispielsweise, bei Al-Anfa. Bushra. Frohe Botschaft. Warum wird die frohe Botschaft nicht erwähnt? Ich meine, das ist doch auch ein Zweck, der sozusagen der Hauptsinn des Korans. Warum wird hier die frohe Botschaft nicht erwähnt? Weil das nicht zum Kontext passt. Der Kontext ist hier was? Eine Warnung. Die Quraysh sollen hier gewarnt werden. Und dementsprechend erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala hier nicht diesen Aspekt und das Ziel der frohen Botschaft, weil es geht in diesem Kontext darum, dass die Menschen Bescheid wissen. Allah hat euch die Botschaft geschickt. Wenn ihr sie nicht befolgt, obwohl sie euch klar geworden ist, dann braucht ihr auch keine Entschuldigung mehr vorzulegen nächsten Tag. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für jeden Einzelnen von uns. Am nächsten Tag brauchen wir uns vor Allah Ta'ala, oder bringt es uns nicht, dass wir uns in gewisser Weise entschuldigen. Ja, weil wir wussten Bescheid, wir haben die Möglichkeit, hier in dieser Dunya etwas zu tun. Du kannst dich hier in dieser Dunya verändern. Warte nicht, bis du vor Allah stehst, sondern versuch jetzt schon, das umzusetzen, was Allah Ta'ala auf dich herabgesandt hat. Und dann kommt diese klare, deutliche Ayah jetzt, auf die Allah geschworen hat. All das, Allah schwört auf all das, um jetzt zu diesem Ergebnis zu kommen. Innama tu'aluna lawaqi'. Gewiss, was euch versprochen wird, wird sicher erreichen. Eindeutig, lawaqi', eine Bestätigung. Islam, Islam Taukid in der arabischen Sprache. Also hier wird etwas bestätigt. Und dieses Innama ist ebenfalls ein was? Ja? Etwas, was eine Sache bestätigt. Inna.
gehört zu den Adawat Tawkid in der arabischen Sprache. Also zu den Mitteln, um etwas zu bestätigen. Ich kann sagen, in der arabischen Sprache beispielsweise, Ar-Rajulu Mujtahid. Der Mann ist fleißig. Wenn ich jetzt sage, Inna Ar-Rajula Mujtahidun, dann sage ich, der Mann ist sicherlich fleißig. Wenn ich jetzt noch sage, Inna Ar-Rajula La Mujtahidun, dann ist sozusagen, er ist sicherlich fleißig. Also zwei doppelte Bestätigung. Und genau das tut Allah Ta'ala hier. Er sagt, Inna Matu'an, ja, La Waqir. Zweimal wird es bestätigt. Ja. Das, was ich euch verheißen habe, das, worüber der Koran spricht, das wird auch geschehen. Das ist nicht einfach irgendetwas, was euch erzählt wird. Das wird geschehen. Und ihr werdet das mit eigenen Augen sehen. Und jetzt kommt der nächste Punkt, der nächste Abschnitt, wo Allah Ta'ala genau darüber spricht, was die Menschen sehen werden. Und wann sie es sehen werden. Sie werden es sehen, wenn dann die Sterne ausgelöscht sind. Und wenn der Himmel gespalten wird. Und wenn die Berge zersprengt werden. Und wenn die Gesandten ihre Zeit, und wenn für die Gesandten ihre Zeit gesetzt wird. Auf welchen Tag? Auf welchen Tag ist ihre Frist festgelegt worden? Auf den Tag der Entscheidung. Und was lässt dich wissen, was der Tag der Entscheidung ist? Wehe an jenem Tag, den Leugner. Boah, was für ein Vers. Ja, richtig hart. Aber deutlich, klar und deutlich. Ja? Was wird geschehen und wann wird es geschehen? An dem Tag, wo das Licht der Sterne erlischen wird. Und Allah Ta'ala geht auf was ein? Auf den Himmel. Der Himmel, der bietet den Menschen Schutz. Die Sterne, sie bieten den Menschen Orientierung in ihrem Leben, in der Nacht. Hast du ein bisschen Licht? Stockduster, aber du hast ein bisschen Licht. An dem du dich orientieren kannst. Und dieser Himmel, der den Menschen Schutz bietet, diese Sterne, die dir ein bisschen Licht geben, sie werden vollständig erlöschen. Du hast nichts mehr, was dich beschützen wird und nichts mehr an diesem Tag, was dir Orientierung bieten wird. Und dann, genau dieser Aspekt, den ich gerade in Bezug auf den Himmel gesagt habe. Und wenn der Himmel gespalten wird, der Himmel, von dem du dachtest, dass er dir Schutz bietet, dass er dich beschützen wird, der ist plötzlich voller Löcher. Du hast das Gefühl, als würde das Dach des Himmels auf dich herabfallen. Und du versuchst dich zu schützen, vielleicht in einem Berg. Und jetzt, wo dieser Jibal besichert. Und wenn die Berge zersprengt werden, selbst die Berge bieten dir keinen Schutz mehr. Die Erde bietet dir keinen Schutz. Der Himmel bietet dir keinen Schutz. Und du hast keinen Ort, an dem du dich orientieren kannst. Kein Licht, nichts. Das ist der jüngste Tag. Das ist der Beginn des jüngsten Tages. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt hier noch einmal sehr, sehr schön auf, wie schwach wir eigentlich sind. Wir leben auf dieser Erde, aber wir sind abhängig von allem. Und Allah ta'ala, er zerstört alles am jüngsten Tag, was wir in irgendeiner Weise geborgen ein oder Schutz geben. Und dann sagt Allah ta'ala, wenn für die Gesandten, also die Propheten, ihre Zeit gesetzt wird, also an dem Tag, wo sie alle auferstehen werden, um als was zu probieren, als Zeugen, gegen die Menschheit. Sie werden Zeugen sein. So wie es Allah Ta'ala in vielen Ayat aufgezeigt hat. Dass die Propheten Zeugen für ihre Völker sind. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wird Zeuge für alle Völker sein. Und sogar für die Propheten. Allah Ta'ala hat eine feste Zeit gesetzt. Und dann kommt die rhetorische Frage, auf welchen Tag ist ihre Frist gesetzt worden, festgelegt worden? Und jetzt kommt es. Auf dem Tag der Entscheidung. Wir haben diese schöne Überlieferung von Nuh alayhi salam, wo das nochmal sehr, sehr schön zum Ausdruck gebracht wird. Und zwar, dass Allah wird das Volk von Nuh alayhi salam am nächsten Tag befragen. Kam zu euch ein Gesandter und sie sagen, nein. Nuh alayhi salam, der 950 Jahre Dauer mit ihm macht? Nein. Wir haben nie jemanden gesehen, kennen wir nicht. Und dann fragt Allah Nuh, Nuh, hast du nicht die Botschaft, die ich dir offenbart habe, verkündet? Er sagt, doch, Allah. Und die fragen, hast du einen Zeugen, der das bestätigen kann?
Und er wird sagen, ja. Nämlich wer? Die Umma unseres Propheten Sallallahu alaihi wasallam. Ja? Nämlich wir. Und wer wird über uns Zeuge sein? Unser Prophet Sallallahu alaihi wasallam. Das ist der Tag, wo die Propheten bezeugen werden, was ihre Völker getan haben. Allah gibt ihnen noch die Möglichkeit, sich zu äußern. Aber es ist vorbei, es ist der Tag der Entscheidung. Es ist der Tag, wo ich nicht mehr handeln kann, wo ich nichts mehr tun kann. Das muss mir bewusst sein. Jedem Einzelnen von uns, meine lieben Geschwister, muss das bewusst sein. Wenn wir erst einmal tot sind, ist es vorbei. Hier kann ich etwas machen. Hier kann ich auch was Gutes vorausschicken. Sobald ich aber nicht mehr auf dieser Erde bin, ist es vorüber. Ich habe keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu tun. Ich warte nur noch auf eine Sache. Auf das Prüfungsergebnis. Das ist genauso, wie wenn ich in die Prüfung gehe. Ja, ich habe vor der Prüfung Zeit zu lernen. Ich kann lernen, ändern. In der Prüfung, ja, muss ich dann was schreiben. Und dann kann ich nur noch eine Sache machen. Ich kann nur noch warten auf das Prüfungsergebnis. Und genauso auch ist es mit uns. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt, um zu handeln, Gutes zu tun und sich vorzubereiten. Diese Dunya ist Darul Ibtila, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah prüft nur, wer von euch die besten Taten tut. Das war's. Darum geht es. Wer das nicht verstanden hat, der wird die Prüfung wahrscheinlich nicht bestehen. Liyawmil fasl, wa ma adraka ma yawmil fasl. Was lässt dich wissen, was der Tag der Entscheidung ist? Wailu yawma izinilu kizimin. Allah Ta'ala, er geht sich darauf ein und er sagt einfach nur wehe an jedem Tag den Leugnern. Und jetzt kommen noch weitere Ayat, Abschnitte, in denen Allah Ta'ala jetzt verschiedene Aspekte angeht, um dem Quraysh die Augen zu öffnen. Ich würde gerne darauf nächste Woche eingehen. Ich habe ja noch eine längere Einleitung gemacht. Deswegen glaube ich, dass es besser ist, wenn wir jetzt hier an dieser Stelle stoppen. Inshallah Ta'ala, bei diesem ersten Wailu yawmin lil mukadzibin. Und dann inshallah Ta'ala nächste Woche den Rest der Sura zu behandeln. Wir müssen uns jetzt klar sein, dass Allah Ta'ala jetzt verschiedene Argumente erwähnt und verschiedene Zeichen erwähnt wird, die er den Menschen gegeben hat, mit denen sie eigentlich zum Glauben hätten finden können. Aber sie haben es abgelehnt. Und deswegen warnt sie aber jedes Mal und sagt, wehe an jedem Tag den Leugnern. Und inshallah Ta'ala belassen wir es heute bei diesem Abschnitt. Und nächste Woche kommen wir dann inshallah Ta'ala zum zweiten Teil des Surahs, dass wir nächste Woche dieses Surah abschließen werden mit Allahs Erlaubnis. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر